Hallo und willkommen bei die Insel Minecraft Hardcore mit eurem Bingon. Ja, am Tag 62. Die Ansagen werden wieder besser, es funktioniert wieder. So, ich habe gesehen, wir haben kein Gas mehr. Also müssen wir mal ein bisschen Glas machen. Ein bisschen Glas. Ich will nochmal nachschauen, dass wirklich auch. Ja, ich habe wirklich nichts mehr. Okay, ich muss Glas machen. Okay. Hallo Helga. Da kann man nicht rausgucken. Da ist ein Stein. Hier musst du rausgucken, wenn du was sehen willst. Oder willst du da raus? Oder soll ich auch machen, dass ihr hier eine Sauparty feiern könnt? Na, na, na. Vergiss es. Kannst rausgehen, aber hier drin wird nicht gefeiert. Das gibt's nicht. Wir machen das. Ein bisschen wenig, also. Haben wir Kohle? Haben wir. Ja, wir haben Kohle. Gibt ja auch Kohle. Eigentlich heize ich ja gar nicht gerne mit Kohle, weil Holz habe ich eher wie Kohle. Ich könnte ja ein paar von diesen Zäunen verheizen. Die braucht doch sowieso keiner mehr. Ach, guck mal da. Warum Zäune verheizen, wenn wir doch Ding haben? Entschuldigung. Uiuiui, da hätte ich mal wohl das Mikro ausmachen müssen. Das war jetzt mein Fehler. So. Ja, das ist okay. So, das nehmen wir mit. Habe ich nur einen einzelnen. Und mehr Türen. Türen? Eine. Eine ist natürlich jetzt nicht die Welt. Wir bräuchten natürlich mehr. Naja, aber eine ist besser wie keine. Sagte man mal so in einem Lied. Hier klappt das ja ganz gut. Ich könnte mal was essen. Na, was ist mit euch? Ich würde sagen, ich vermehre euch nochmal ein, zwei Mal und dann würde ich behaupten. Ja, wenigstens eine Tür ist drin. Ich vermehre euch nochmal und dann würde ich sagen, geht's mal ans große Tier hauen. Weil wir brauchen nämlich Leder. So, jetzt verlegen wir erstmal nur den Zaun. Ja, das ist ja auch. Also, das ist ja. Vielleicht muss ich mir wirklich irgendwas einfallen lassen. Das sieht ja irgendwie schon blöd aus, diesen Zwischenzaun. Ich meine, da kann ich ja durchfallen. Ich will ja auch nichts drüber setzen. Wie sieht denn das aus? Dann muss ich den ganzen Zaun höher bauen. Nee, nee. In der Zeit, wo das Glas brennt, kann ich meinen Weg fertig bauen. Ja, der Weg. Das war auch mal so ein Lied. Hab ich mal so in Erinnerung. Fange ich heute irgendwie an mit irgendwelchen Liedern. Kann man nicht auch fahren und das Zeug verlegen? Mich jetzt mal voll interessieren. Bei meinem Talent würde ich wahrscheinlich nicht treffen. Ich glaube, da wäre nur jedes fünfte oder zehnte dann irgendwie ein Treffer von dem Zaun. Oh. Naja, ich denke mir, das wird wohl nicht lang, aber es ist schon mal ein Anfang. Besser wie nichts, oder? So, also da passt ja nichts. Ach nee, warte mal, Moment. Da darf ich ja wegräumen. Das ist ja. Da darf ich das ja. Aha. War denn das? So. Aber du bleibst hier. Ja, sehr schön, du bleibst hier. So, das ging. Ah, die habe ich ja nur dahin gesetzt, um zu wissen, wo ich die nächsten Fackeln setzen muss. Ich kann aber auch erstmal nur eine Seite fertig machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Kann ich da eigentlich auch sein? Laufen. Ja, das ist doch mal hier. Das passt doch eigentlich ganz gut. Ja, das geht da drüben dann nicht gehen so gut, leider. Außer wenn ich die Fackeln wegreiße und wieder von vorne anfange zu zählen, was ich glaube ich jetzt nicht das Interesse habe zu tun. Aha, genau, das habe ich mir gedacht. Das wusste ich nämlich. Dass mir das passieren könnte, fängt schon wieder an zu regnen. Stimmt, das war eine Überlegung, ob wir uns nicht auch noch ein Dach darüber bauen. Aber ich glaube mit einem Dach auch noch. Naja, dann fahren wir halt nur bei schönem Wetter rüber. Das ist auch blöd, glaube ich. Oh, das langt mal lange nicht, würde ich sagen. Wenn ich da einen Zaun hinsetzen will. Drei Stück und das war's. Auf Wiedersehen. Okay. Naja, ich meine, ich sehe die andere Insel. Soweit kann es jetzt eigentlich nicht mehr sein. Nein. So, zack. Wir wollen ja, wir sind ja jetzt faul geworden. Wir haben ja jetzt das Ding, also geht's los. Wunderbar, sehr schön. Ach, ist das nicht angenehm, nach Hause zu fahren? Ja.
Ach, das sieht doch von Weitem, sieht das so nicht so schön aus. Ja, die Felder werde ich auch noch umräumen. Die stören mich eigentlich da vorne vorm Haus. Da wollte ich gerne was anderes hin haben. Die verlege ich noch, ja. Ach, das ist, hey, das ist doch super hier. Das passt wie angegossen. Wie kaputt? Was machst du denn da? Oh, danke. So, jetzt wollten wir Glas. Nein, wir wollten kein Glas. Ja, Glas wollten wir auch, aber wir wollten zusätzlich, glaube ich, auch noch. Ich würde gerne noch so ein Dach bauen. Das Dach werde ich aber noch was brauchen. Geh doch mal da rein, bitte. Da werden wir uns jetzt ein paar Treppen bauen. Lautes meinen Ohren, ist die voll laut gerade. Kann aber sein, in der Testaufnahme war sie in Ordnung. Das wird mir nicht lang. Brauche ein bisschen Kohle. Ich kann dafür wachsen. So, das ist 3. Das wird, denke ich, auch nicht lang. Ja, ich werde das mal mitnehmen. So, wir brauchen ein bisschen Erde. Die ist ja hier oben auch vergeben. Ja, wunderbar. So, um uns hochzubauen. Das müssen wir ja auch mal machen. Unser Dach. Ja. Ach, ich hätte auch gleich was zu essen für die Kühe mitnehmen können, wenn ich schon hier bin. Stecke ich mich hier hoch, oder? Oh, ist okay. Oh, einmal hochgesteckt, wunderbar. So, wie hätten wir denn das gerne? Ja, wir machen das so. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Ah ja, gut, okay. So, wunderbar. Ich denke, ich lasse es auf. Das ist nicht... nicht mein Plan, also bitte. Naja, gut, okay. Dann war das halt nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Och Mann. Muss ich auch immer so schnell sein? Also den letzten Meter, den muss ich auch immer drüber laufen. Also das ist so, genau, so wollen wir das. Dauert halt einen Moment länger. So. Jetzt brauche ich ein bisschen Holz, weil ich möchte ja nur bestimmte Stellen. Eigentlich würde ich das gerne offen lassen, das heißt, wir müssen... Also das würde ich, mache ich zu, und das andere lasse ich eigentlich offen, da kommen dann rote Zäune rein. Oder Wehrfenster, ich weiß noch nicht, irgendwas. Ich will ja ein bisschen nach oben hin Luft haben, wir wollen das ja nicht ganz verschließen. So, ich habe jetzt auch gar nicht gezählt, wie breit das ist, ob ich da jetzt eigentlich mit aufgehe. Ob das jetzt aufgeht oder nicht. Eine Werkbank hätte man hier reinbauen können. Die werde ich wahrscheinlich öfters brauchen. Naja, gut. Aua. Also werde ich mir hier einen kleinen Weg hochzimmern. Ja, das passt. Werkbank hätte ich mir mitnehmen können. Von drin. Ja, wenn ich hier vorbeigehe, muss ich ja auch mitnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier... naja, gut. Das ist ein bisschen blöd jetzt hier, dass da... nicht alle Hühnchen drinne sind. Was wollte ich? Ach, ich wollte mir noch Stufen machen und mal einen Schluck von meinem Kaffee genießen. So, wir wollten das machen. Wir wollten noch Zäune machen. Ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ich glaube. Naja, komm, wir nehmen 60, 20. 20? Ja, komm. Eine Werkbank. Aber was brauche ich bestimmt nicht aus diesem Holz. Das ist doch schade drum. So. Was wollten wir noch? Wir wollten roten Zaun. Wir haben gar keinen übrig mehr. Na, Helga? Roten Zaun. Nein, haben wir nicht. Sticks habe ich noch, aber eigentlich nicht mehr genug. Das heißt, wir werden uns hier welche machen. Sticks bauen. Hier rein damit. So, okay. Wir werden, was brauchen wir? Was brauchen wir? Was werden wir brauchen? So... ich hau jetzt mal das da rein. Das sind 3. Machen noch. Wir brauchen sie sowieso, also machen wir 6 Stück. Gut, okay. Wunderbar. Den Sticks haben wir jetzt auch mal. Ein bisschen in Reserve. Nehmen wir auch gleich ein paar mit. Gut, perfekt. Da haben wir doch auch schon was. Also das mit dem Dreckpümpel stört mich. Und ich bin hier auch noch irgendwie mit dem Haus nicht hundertprozentig fertig. Da muss noch was einfallen lassen, dass so mit der Inneneinrichtung und so, da muss ich mal gucken, wie ich das mit der aber da, so, jetzt wollen wir mal schauen. Okay, sehr schön.
glaube, da werden wir das jetzt einfach mal hier schön. Werden wir das jetzt mal zumachen. Ich hoffe, dass man meinen Vogel im Hintergrund nicht hört. Der ist nämlich extrem aktiv schon wieder heute früh. Ich fange mal zu gucken, dass der relativ leise ist bei den Aufnahmen, weil der kann relativ laut sein. Das kann auch relativ störend an der Aufnahme sein. Sehr schön. Ah, Moment. Ah, das hat mir wieder nicht gelangt. Ja, ich hätte zwei mehr gebraucht. Toll, jetzt habe ich natürlich keine Werkbank oder irgendwas Annäherndes dabei. Ach, das ist blöd jetzt, oder? Und davon habe ich auch nicht genug. Aber es geht auch. Es geht auch. Das ist mal total geil. Das heißt, wir brauchen noch... Soll ich die abzählen? Dass ich mir auch ja nicht zu viel erstelle? Ja, ich zähle sie ab. Okay. Das heißt, da drüben brauche ich keine mehr. Das ist doch eine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hiervon und 2 Zaunteile. Also, 10 und 2. Ist 12. Da waren diesmal keine drin, deswegen bin ich nicht reingegangen. 10 und 2. Also Abmarsch in den Keller. 2 Zäune, 10 von den Dingern. Ich habe wahrscheinlich nicht genug Holz dafür. 2 Zäune. Ja, was ist denn hier im Keller? Hier ist doch nichts Besonderes drin. Also zack, 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 zack. Da habe ich jetzt 3. Da bleibt eins übrig, was nicht so schlimm ist. Und jetzt wollten wir 10, haben wir gesagt. Das geht natürlich nicht auf. Das ist 8. Ja, ist eine ungerade Zahl, aber das ist uns egal. Wir brauchen es, also nehmen wir es mit. Hier werden wir auch mal Treppen reinbauen. Aber schade, dass man von dem weißen Stein keine Treppen bauen kann. Sauwetter hier. Juhu, was ist mit dir denn? Bist du... Na, mein Freund, ich glaube aber... Hier hat wohl jemand irgendwie... Rennt wohl bei dir irgendwie im Kittel oder irgendwo anders, wo es brennen könnte. Ich glaube, es geht, ey. Also geht's tut's vielleicht, aber hier finde ich das jetzt gerade nicht sehr passend, dass es geht. Also das möchte ich aber nicht nochmal sehen hier. Aber wir hätten uns gleich eine Tür machen können vom restlichen Holz, wenn wir schon hier sind. Aber naja gut, jetzt haben wir es nicht gemacht, das heißt, wir müssen nochmal laufen. So. Und jetzt setzen wir das letzte Teil hier ran, zack. Und die letzten Teile da dran. So, was ist? Hey, was ist das denn jetzt? Warum passt denn du jetzt nicht da dran? Nicht runterfallen, ich brauche euch. Ja, zwei wären jetzt nicht ganz so schlimm. Aha, untere Kante, das ist was anderes, okay. So, und so. Schön. Darauf kann ja nichts spawnen. Ist doch eigentlich eine ganz schöne Insel mit einem riesenlangen roten Weg. Ein rot-weißes Häuschen. Eine Hühnerfarm, die nicht funktioniert. Eine Baumfarm, die eigentlich ganz okay ist. Ja, mit einer Insel, die noch nicht ganz ausgereift ist. Aber das macht ja gar nichts. Die reifen wir dann noch aus. Wir brauchen halt extrem mehr Sand, aber das ist ja nicht das Problem. Da liegt ja noch genug rum. Und wenn nicht, gibt es ja hier noch Inseln, wo wir uns Sand besorgen können. Also ich finde, vom Gesamtkonzept gefällt mir meine Insel mittlerweile total toll. Ich glaube, ich müsste mal ein schönes Bild machen. Ich werde jetzt mal ein schönes Bild machen. Hier von dem Ganzen werde ich jetzt mal ein tolles Bild machen. Sehr schön. Habe ich gemacht. So, haben wir gemacht und weiter geht's jetzt. So, und weiter geht's. Dreckklumpen weg. Dreckklumpen weg. So, jetzt haben wir unser Schienenhäuschen. Schienen, habe ich extra gesagt, Schienen. Ach, Glas. Ach ja, das ist, ach, das, doch, das ist doch ganz nett. Ja, doch, das, also mir gefällt das doch ganz nett jetzt. Na, das stört mich immer. Also das ist, weiß ich nicht, also, ja, das ist noch nicht ganz mein Ding, aber das macht nichts. Ein Weg, ein Weg, ein Weg, ein Weg. Aus was wollen wir einen Weg bauen? Aus roten Steinen hier? Meine Hühner kommen ja hier sowieso weg. Ja. Die Hühner kommen hier weg. Kühe kommen hier weg. Das andere kommt hier weg. Ja, was wollen wir dann eigentlich hier vorne hinbauen? Wollen wir uns hier ein kleines Lagerhaus hinbauen?
Was wir dann hier in Anbindung damit machen, vielleicht unterirdisch, aber schon wieder unterirdisch. Aber wo wollen wir die Felder sonst hinbauen? Ich meine, ich mache ja da drüben... Also ich räume jetzt erstmal meine Taschen aus, das ist ganz wichtig, das werden wir zuerst machen. Dann könnten wir die restlichen 4 Minuten, 5 Minuten von unserer Folge, die vielleicht noch ein Teil des einen Berges da abtragen, dass wir da auch mal so nach und nach dann da weiterarbeiten können. Weil wir müssen ja irgendwann auch mal da weitermachen. Ich will nicht darunter. Was ist mit meinem Glas? Glas sieht gut aus. Das könnte man auch schnell machen. Haben wir eigentlich noch weiße Steine für sowas? Haben wir noch weiße und rote Steine? Rote Steine, da könnte ich eigentlich mit polierten Granit und Diorit könnte man auch einen Weg, gewichten Weg machen. Was machen wir? Ich könnte natürlich einen Amboss mal bauen. Also das könnte ich eigentlich mal tun. Aber solange ich ja sowieso noch nicht, ich möchte wie gesagt ein Lagerhaus hier bauen, ein richtiges, anständiges. Und dadurch würde ich dann gerne den Amboss mit da reinbauen. Die Bibliothek, wo ich die jetzt hinbaue, das weiß ich eigentlich jetzt noch nicht. Dieser Weg gefällt mir natürlich auch nicht. Da könnte man doch eigentlich diesen gebrannten Stein reinhauen. Ach, ich wollte doch gar nicht hier raus. Ich wollte doch eigentlich zum... Was denn? Dann geh rein, auf. Dann seid ihr halt zu zweit. So. Und du bist Gottfried. So. Helga, das ist Gottfried. Gottfried, das ist Helga. So, alles klar. Ich habe euch vorgestellt. Wunderbar. Dann nenne ich die Folge auch... Ich habe die Tür vergessen, Helga. Dann nenne ich die Folge jetzt Gottfried. Gottfried und Helga. So nenne ich die Folge jetzt. Genau. So. Wunderbar. Wir sind fertig. Fenster drin. Also mir gefällt es ein bisschen nackig, ein bisschen kahl, aber hier kommen ja sowieso noch Wege hin. Also der nächste Weg könnte zu dieser kleinen Insel führen, aber da ist nichts Besonderes. Da können wir mit Schiffen fahren. Wir könnten aber auch da hinten, das weiß ich, irgendwo eine ganz große Insel. Und ich glaube, da wollen wir mal hin. Die ist aber noch viel weiter weg, also da müssen wir uns überlegen, ob wir uns da wirklich einen Schienenweg hinbauen. Gut. Das haben wir, ich wollte doch da gar nicht rein. Ich muss mir überlegen, was ich mit dem Balkonweg mache. Also, ich wollte ihn ja eigentlich gemischt machen, wieder oben. Aber das muss ich mir jetzt mal überlegen. Also, das Glas bringe ich jetzt mal nicht runter. Eigentlich wollte ich auch nicht dahin. Blöd. Was machen wir denn jetzt? Haben wir denn Pickaxen dabei? Gottfried und Helga. Wie das andere heißt, weiß ich noch nicht. Das ist mir noch kein Name spontan jetzt eingefallen. Also das kommt weg. Weg, den Platz brauche ich. Also weg, 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 weg. Da soll das Hühnerhäuschen hinkommen. Nebendran könnte ich ja ein Kuh... Soll ich da auch ein extra Haus bauen? Naja, eigentlich bei den Hühnern ist ja so, dass da ja eine automatische Hühneranlage reinkommt, die ich ja jetzt auch habe. Also, wie gesagt, jetzt habe ich ja eine. Die muss noch gebaut werden. Die wird halt nicht so... Ja, die wird schon groß, aber so groß wie das da wird sie nicht. Es soll auch angeblich eine vollautomatische Kuhfarm geben, die auch schlachtet irgendwie. Also die füttert die und macht die, also macht die, füttert die und wird die auch dann verbrennen, aber die habe ich noch nie gefunden und ich glaube, die soll auch sehr, also ich habe es alles nur gehört, sind alles nur, ich sage mal, Gerüchte. Es wurde gemunkelt. Auf dem im Inseldschungel wurde gemunkelt, dass es sowas geben würde. Soll aber relativ kompliziert sein. Muss mal gucken, ob ich sowas finde. Es wird bestimmt irgendwo ein Video geben. Was man sich halt mal, würde ich sagen, schlau machen. Dann könnte man ein zweites Haus dafür auch bauen. Oder war das für Schweine? Ich weiß es nicht mehr. Es wurde halt gemunkelt und das ging über so viele Ohren. Ich glaube, ihr kennt das Spiel Die Reise von Jerusalem. Da wisst ihr ja, wie das ist, wenn da genug Leute bei dem Spiel mitmachen. Irgendwann ist beim letzten nicht mehr das, was beim ersten war. Also... Und immer diese Gerüchteküche der Insel, das ist immer schwierig, schwierig, schwierig. Im Dschungel. Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir da wirklich was finden. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Hühner. Ich frage mich natürlich, wie ich dann diese Hühner, die ich besitze, das ist ja nicht gerade schon, also nicht wenig, das sind ja schon ein paar.
eigentlich dann auch in dieses Haus kriege, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe Ideen, ich werde es über, ich wahrscheinlich über Zäune leiten. Ich werde es über Zäune leiten, ja. Ich werde sie über Zäune dahin leiten. Das werde ich machen. Oh, unsere Folge ist auch schon wieder vorbei. Fällt mir gerade so auf, weil ich mal nebenbei so mal kurz gucke. Gut. Dann werde ich jetzt diese Folge erstmal beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr schaut fleißig weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.